Guten Morgen zum Morning Meeting hier am 2. November. Mein Name ist Matthias Neumann. Wir schauen hier uns gerade die Vorbereitung für den FDAX an und da sehen wir, dass wir hier auf der rechten Seite gerade den FDAX zu Kassezeit haben. Warum? Warum habe ich das gemacht? Damit man ein bisschen das Rauschen dazwischen herausfällt und man sieht, was eigentlich die letzten zwei Tage passiert ist, beziehungsweise gestern und vorgestern. Die Gaps nach oben, die sind natürlich dann größer und die Kurslücke zur Kasse, die stehen dann da offen, aber letztendlich ist es für mich viel wichtiger, hier zu zeigen, wie sich die letzten zwei Tage verhalten haben. Und da sehen wir, dass wir vorgestern mit einem Kurssprung nach oben eröffnet haben und nach dem Kurssprung auf der Oberseite haben wir auch dort oben noch keine neuen Hochs generiert, aber letztendlich sind wir auch nicht signifikant nach unten gefallen. Das haben wir dann gestern auch mit der Eröffnung bestätigt, das heißt, wir sind in der Range zum Open hineingekommen, haben dann Käufer gesehen, die uns bis zum Gap Close geschickt haben und nahezu hier bis zum 38% Retracement bei 11.574. Danach kam nichts mehr, was ich jetzt auch nicht als schlecht finde, weil das Ziel der POC, der großen Distribution, der wurde abgearbeitet. Das heißt, das Volumen mit dem stärksten Umsatz, das ist der Punkt von dieser Distribution, der war als Target und das sind nur mal Targets. Dass der Kurs dann so umdreht oder so, das ist natürlich ein bisschen nachhaltig gewesen, aber zeigt dann jetzt, nachdem die Kasse geschlossen hat, unter der 11.483 hier, dass das Ganze schon einen faden Beigeschmack hat, das heißt ein bisschen negativ überwiegt. Wir wissen ja auch, dass wir im Tagesverlauf immer noch im Short-Trend sind, mittelfristig auch und kurzfristig gerade jetzt hier eine Abbewegung sehen. Und deswegen mit dem Close jetzt hier unter der 11.483, finde ich, ist das kein Fisch und keine Butter oder wie man das sagt. Letztendlich ist es so, dass wir uns unter der Marke bewegen und damit die Hochs nicht halten können. Was passiert, wenn wir die Hochs nicht halten können, sehen wir ja hier. Hier und hier und hier. Dann kommt meistens der Abverkauf im Nachhinein. Das wollen wir aber erstmal sehen, das heißt, solange das nicht passiert, sehen wir hier 11.384 als Stundentief, 11.412, dann das Zwischenlevel 11.483 und auf der Oberseite 11.566 und danach eben das Hoch bei 11.669, das sind die Stundenlevels. Solange wir zwischen 11.483 uns bewegen und zwischen 11.412 ist der DAX hier neutral. Wenn wir runterfallen unter der 412, Richtung 384 besteht die Gefahr, dass wir hier rausklecksen mit dem Ziel 300 bzw. auf der Unterseite 200. Erst über der 11.483 nehmen wir einen Angriff noch mal vor auf die gestrigen Hochs bzw. dann auf die andere Seite dieser Volumendistribution, was bei 650 bis 660 liegt. Eigentlich simple Vorgaben, aber letztendlich würde ich gerne sehen, dass wir erstmal Volumen generieren auf der Oberseite oder auf der Unterseite, bevor ich den Ausbruch handle. Ansonsten gehe ich hier wiederum von einem Range-Markt aus.